Yo, 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 Leute, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Slime Ranger. Und ja, wir waren ja letztes Mal hier irgendwie so in der Dunkelheit, waren wir stehen geblieben und ich möchte eigentlich gerne nach Hause gehen und erstmal alles abliefern, was wir alles so haben. Wir haben ja letztes Mal relativ viel gesammelt und das war ja das kann ich gar nicht einsammeln. Und das war ja auch eine ganze Menge, was wir eigentlich so gemacht haben. Hier haben wir diesen großen Tabby-Slime ja gefunden, da haben wir den Schlüssel auch letztes Mal gefunden, beziehungsweise den Schlüssel haben wir ja eingesammelt, den seht ihr unten links. Und ja, Leute, wie gesagt, jetzt eine neue Folge von Slime Ranger. Wir haben wirklich viel gemacht. Im Stream habe ich auch Slime Ranger gespielt. Und zwar habe ich da Slime Ranger, aber meine eigene Welt gespielt. Und ja, weil da bin ich schon ein bisschen weiter. Da habe ich auch mehrere Zehntausende von diesen Coins und was weiß ich. Also von diesen Slime Coins und so. Also ich bin da schon richtig, richtig weit. Beziehungsweise eigentlich nutze ich das Ganze nur so, um zu gucken, wo denn verschiedene Slimes sind und wie auch immer, damit ich, wenn ich eine Folge starte hier, damit ich genau weiß, wo ich denn jetzt genau hin muss. Und zwar wollte ich eigentlich gerne hier die Slimes erstmal abliefern, und zwar die Pink Slimes und so, ne? Und die Hennen wollte ich natürlich auch mal. Also ich wollte hier eigentlich gerne, stimmt, hier habe ich einen Garten. Wollte ich da einen Garten haben? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wollte ich gerne noch so eine Farm machen für Hennen. Achso, stimmt, hier waren wir noch gar nicht so weit. Und zwar wollte ich eigentlich hier gerne so eine Farm machen für Hennen. Und dafür müsste ich erstmal ein paar Slime, wie heißen die Plots? Genau, diese Slime Plots haben. Und diese Slime Plots, die kriegt man ja nur, wenn man die Slimes füttert. Ich habe wirklich seit Ewigkeit nicht mehr Slime Ranger gespielt. So, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir hier waren. Wir waren ziemlich am Anfang, das weiß ich auf jeden Fall noch. Und da haben wir noch einen Phosphor-Slime gefunden und die sind eigentlich nachtaktiv. Das heißt, wenn ich den Phosphor-Slime jetzt hier irgendwie in Käfig packe oder wie auch immer, dann wird er auf jeden Fall sterben, weil es bald Tag wird und so. Also kann ich den Phosphor-Slime im Grunde auch wegwerfen und hier gehen wir jetzt erstmal rein und schlafen bis zum Morgen, damit wir erstmal so richtig fit aufstehen und so. Oh. Wunderschöner Morgen und ja, wir starten natürlich jetzt mit Slime Ranger. Und ja, Leute, es ist ja so, dass ich eigentlich, ich weiß gar nicht, wo ich die Hühnchen hinpacken soll. Ich brauche irgendwie ein paar Plots, aber irgendwie weiß ich nicht. Erstmal brauche ich ein paar Früchte dazu und Früchte habe ich noch nicht so gesammelt und so. Also eigentlich möchte ich diese Folge ein paar Früchte sammeln, möchte ein paar Plots machen und dann möchte ich ein Gehege für diese Hennen haben, weil diese Hennen, das ist das Problem, da weiß man irgendwie immer nicht, wohin damit und so. Keine Ahnung. Und hier sind auf jeden Fall eine ganze Menge Plots. Die sammeln wir natürlich ein, wie man das natürlich so im Slime Ranger macht und so. Und wir... Oh, hier ist eine Kiste. Das ist schon mal richtig cool. Die können wir schon mal kaputt machen. Da ist aber nur so ein Huhn drin und so. Und keine Ahnung, weiß nicht. Die werden, glaube ich, sowieso gefressen. Tatsache, die werden gefressen. Hier ist auch nochmal so ein... Wie heißen die? Stony Hen oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, ja. Und die sind natürlich auch hier drin. Wir haben schon 20 Plots. Das ist natürlich so das Problem. Das erste, was ich aufrüsten möchte, ist auf jeden Fall auch noch meine Waffe, weil dann kann man auf jeden Fall mehr Plots reinmachen. Ich glaube, seit dem Update kann man das zweimal irgendwie machen. Apropos Update, es gibt jetzt diese Crystal Slimes. Die sind auf jeden Fall neu. Diese Crystal Slimes, die habe ich jetzt noch nicht so gesehen und wie auch immer, aber die sind auf jeden Fall neu und da werde ich auf jeden Fall nochmal gucken. Aber weil wir noch nicht so weit sind, also in dem anderen Game, sag ich mal, in dem anderen Account, sag ich mal, übrigens, da heiße ich Pink Fluffy Unicorn, nur so als Randinfo und so. Ja. Hier heißt ich ja ganz normal Sotox, weil ich dann weiß, hey, das ist für YouTube und wie auch immer, aber normalerweise nehme ich immer irgendwelche Namen, die so ein bisschen länger sind oder skurril oder wie auch immer, nur damit ihr so ein bisschen, ich bin schon wieder verpeilt, was wollte ich jetzt machen, genau, ich wollte diese Pogo-Frucht eigentlich, nee, ich wollte, genau, ich wollte noch ein paar Slimes sammeln und zwar, weil wir ja ein Hühnchengehege machen wollten, weil dieses Hühnchengehege, da muss ich natürlich mal gucken, wie viel ich da brauche, ich weiß gar nicht, wie viel man da für so ein Gehege braucht und so, ich meine nicht unbedingt eine Hühnchenfarm, also es reicht eigentlich erstmal ein Gehege, dass wir die einsammeln. Und ja, eine Farm wäre natürlich aber auch easy going. Also es wäre natürlich auch richtig, richtig cool. Da müssen wir mal gucken. Weil ich möchte gerne irgendwie eine Farm haben und noch zusätzlichen Aufbewahrungsort dafür. Und ja, Slime Ranger ist schon irgendwie ein cooles Spiel. Also wenn ich so bedenke, das Spiel an sich ist richtig, richtig cool. Ich sag mal, dieses Feeling, was ich hier habe, das hatte ich das letzte Mal bei The Forest. Und The Forest ist auch so ein richtig cooles Spiel. Ich weiß nicht. Und ich habe richtig Bock wieder auf ein Laber-Video. Ich habe inzwischen ein paar Themen rausgesucht für ein Laber-Video. Und dieses Laber-Video, da werde ich mich tierisch aufregen über Songcover. Wo ich mir so denke,
Yo. Alles da, du kannst dich sehen, verpiss dich einfach. Verpiss dich von YouTube, verpiss dich von der Welt, mach irgendwas anderes Sinnvolles, aber... Hör auf zu singen. Hör einfach auf zu singen. Also das sind so Menschen, ich weiß nicht, wie ich euch das erklären soll. Das sind so Menschen, also die denken wirklich, sie können singen. Die denken das wirklich. Und ich meine, Leute, also wenn ihr fragt, wenn ihr irgendwie anfangt zu singen oder so. Ich bin ja jemand, der auch auf Facebook oft die Wahrheit sagt. Ganz, ganz oft. Das sind dann so Leute, die sagen so, yo, yay, ich kann singen und wie auch immer. Tippt mal eure Meinung dazu. Und dann schreiben da ganz viele unter, besonders die Freunde und so. Oh, du hast voll die wunderschöne Stimme. Genauso wunderschön wie ich. Ich habe genauso eine scheiß Stimme. Wenn ich singen müsste, dann würden andere Leute... Ohrenkrebs kriegen. Also, ich kann den Ton halten, aber ich habe nicht wirklich die Stimme dazu. Dafür kann ich besser, dafür kann ich einfach besser reden und so. Das kann ich wieder besser. Aber singen kann ich überhaupt gar nicht. Also, ich kann den Ton halten, das war's. Aber wirklich singen und wirklich eine Singstimme habe ich gar nicht. Also, würde ich nicht so behaupten, gar nicht. Dann gehe ich doch auch nicht auf YouTube und singen. Nein, das mache ich nicht. Also, ich... Nee. Und wenn man schon die Meinung erfragt und wie auch immer. Leute, wenn ihr eine Freundin oder einen Freund habt, der singt und der möchte eure Meinung wissen, sagt ihm bitte die Wahrheit. Sagt ihm nicht, oh, du bist so wunderschön, du kannst so wunderschön singen, nur weil ihr ihn nicht verletzen wollt. Weil ihr verletzt ihn viel mehr, wenn der irgendwie denkt, er kann wirklich singen und dann ist er auf der Bühne und will da singen und dann erfährt er wirklich die Wahrheit, dass er wirklich scheiße singt. Und Leute, sagt den Leuten lieber die Wahrheit, damit macht ihr weniger kaputt, als wenn ihr mit den Lügen anfangt und sagt, oh, du hast so eine schöne Stimme und er hat nicht wirklich die wunderschöne Stimme. Sagt ihm das einfach, das ist viel, viel besser, als wenn... ihr da lange drauf rumreitet und ständig sagt so, ey, yo, geil, du hast voll die geile Stimme, er ist auf der Bühne, singt da und alle buhen ihn aus, weil er einfach scheiße ist. Also dann sagt ihm lieber die Wahrheit und ich bin, wie gesagt, jemand, der immer die Wahrheit sagt, wenn auf Facebook irgendwie Leute da schreiben, oh, du hast voll die wunderschöne Stimme und ja, cool und so, dann schreibe ich da unter so, jetzt mal jemand, der die Wahrheit sagt und der ein bisschen Ahnung von dem ganzen Thema hat und dann sag ich denen auch die Wahrheit. Ich schreib die auch persönlich an und erklär das mit denen und sag, fragt nicht immer Freunde oder Leute auf Facebook oder sonst irgendwas. Fragt irgendwie Leute, die ganz unbeteiligt sind. Und wenn ihr ein Kind seid, also wirklich ein bisschen jünger, dann auf jeden Fall fragt, also wenn ihr die Erwachsenen habt, sagt denen ganz klar, ich möchte gerne die Wahrheit hören. Ich möchte nicht, dass irgendwas verfälscht wird oder so. Ich will die Wahrheit hören. Ihr müsst ja auf jeden Fall drauf bestehen, weil viele Größere, sag ich mal, viele Erwachsene wollen dir als kleines, süßes Kind, wollen dir nicht so die Wahrheit sagen. Besteht darauf, dass sie euch die Wahrheit sagen. Also nur mal so am Rande erwähnt. Und ja, ich habe auf jeden Fall voll das Thema heute, also das kenne ich ja gar nicht von mir, dass ich voll so drin bin und so. Ich wollte jetzt mal gucken, wie viel kostet ein Shop? 250 und wie viel kostet sowas? Auch 250. Da haben wir ja auf jeden Fall, das können wir eigentlich gut machen. Eigentlich können wir hier so einen Shop machen und dann können wir auf der anderen Seite so ein Sammeldings machen, so Shop. Und dann machen wir bauen und dann bauen wir das hier auch nochmal und zwar einfach so ein ganz normales Gehege, also so ein Patch Case und so. Und da können wir natürlich erstmal, hier packen wir erstmal so zwei Hennen rein und die anderen Hennen packen wir hier rein, weil das wird mich sonst zu voll. Also wenn das hier zu voll wird, ist das so, dass die dann keine Hennen mehr produzieren. Also das produzieren, als wenn das so Gegenstände wären und so. Also es sind irgendwie schon, irgendwie sind es Lebewesen und irgendwie sind es keine Lebewesen, weil es ein Spiel ist. Aber ist ja völlig egal. Oh Mann, erstmal Luft holen. Weil ich die ganze Zeit so am Reden bin und wie auch immer, blablabla. Und heute möchte ich eher so ein bisschen darauf achten, dass ich so ein bisschen... Ja, Karotten kann ich eigentlich auch sammeln und wie auch immer. Wir bräuchten eigentlich so ein bisschen Geld für ein Silo und das kriegen wir eigentlich nur, wenn... Wir können die Früchte erstmal zu den Hennen packen, weil die Hennen fressen ja eigentlich keine Früchte. Die essen so ihr Gras und so und sind halt so glücklich und happy und so. Und ich glaube, wir packen erstmal die Früchte oder auch das Gemüse und wie auch immer, das packen wir alles hier rein. Einfach aus dem... Das, die spawnt, glaube ich, auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass die spawnt auch gar nicht, weil das nicht so wie der Forest ist, wo alles despawnt, sondern
sondern diese Alpha-Version ist ein bisschen besser und da hat sich auch jemand Gedanken gemacht. Gut, bei The Pharos machen sie sich auch Gedanken, so ist das ja nicht, aber ja, die Leute beschweren sich schon seit Ewigkeiten darüber, dass das Ganze immer despawnt. Und das geht einen echt auf die Nerven teilweise. Also, nein, ihr esst die nicht. Nein. Nein, die esst... Okay, die Dings brauchen wir jetzt nicht. Die Pink Plots können wir vielleicht einsammeln, wie auch immer. Auf jeden Fall möchte ich gerne noch ein männliches Huhn haben. Männliches Huhn brauchen wir auf jeden Fall, weil die müssen ja auch irgendwie Babys machen und so, ne? Das ist natürlich so nicht sonst nicht das Wahre. Und hört auf, mir weh zu tun. Ich will das nicht. Nee. So, auf jeden Fall, ich brauche ein männliches Huhn, aber ich weiß nicht, wo ich ein männliches Huhn finden sollte, weil irgendwie, vielleicht können wir hier hinten noch männliche Hühner finden. Hier wird ja eigentlich alles Mögliche gespawnt. Also hier ist auf jeden Fall ein Spawner da. Also hier haben wir auf jeden Fall Stony Hen, die brauchen wir natürlich nicht, weil so wegen... Oh, cool. Ein goldener Plot. Wie geil ist das denn? Wo ist dieser goldene Slime? Apropos dieser goldene Slime, wisst ihr zufällig, wie man diesen goldenen Slime einfängt? Ich habe schon öfter mal einen goldenen Slime gesehen in der anderen Welt, aber irgendwie konnte ich den nicht so einsammeln, so wie ich das wollte und so. Also den goldenen Plot, den behalten wir auf jeden Fall. Und ich denke mal, wenn wir keine männliche Henne finden sollten, dann haben wir auf jeden Fall noch eine weibliche Henne. Das ist nicht das... Geh weg! Und so. Haben wir auf jeden Fall... Geh weg! Mann, das ist ja richtig... Nee... Nee, gar nicht. Will ich nicht so. Und so. Apropos, hier haben wir auf jeden Fall so eine Henne. Also, hier haben wir auf jeden Fall einen Tabby-Slime. Ich verspreche mich schon wieder die ganze Zeit, weil ich ja wieder so viel rede und so. Und ja, hier haben wir auf jeden Fall einen riesen Tabby-Slime. Den müssen wir ja füttern und so. Oh nein, diese ganzen Bösen sind da. Geht weg. Och, Mann. Jetzt, ach, den esst halt alle auf. Ist mir auch egal. So, scheiß doch drauf. So, wenn die meinen, bunt durcheinander zu vögeln, weißt du, dann... Nee, will ich nicht. So. Also, wir haben auf jeden Fall einen goldenen Plot. Das ist schon mal richtig, richtig cool. Und wir haben auch schon irgendwie, ja, eigentlich haben wir alles Mögliche. Wir haben auch kleine Viecher, sag ich schon, kleine Vögel. Ich weiß natürlich nicht, ob daraus ein männlicher Vogel wird. Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich packe die auf jeden Fall in diese Brutmaschine, sag ich schon. Brutmaschine. Also in diese... Ja, im Grunde ist das eine Brutmaschine, aber das ist auch so... Geh weg. Das ist meine Frucht. Nein, meine Frucht. Du. Habt ihr das gesehen? Der hat mir die Frucht weggemobst. Nee, das darfst du nicht. Nee, finde ich nicht gut. Nein. Nein, der hat mir einfach... Was willst du eigentlich? Geh. Nee, du warst das nicht. Du warst das. Geh weg. So. Mobsen die mir ja einfach die... Nee, das möchte ich einfach nicht. So, auf jeden Fall, was ich so ein bisschen noch ansprechen wollte. Ich kriege ja bald eine Nachzahlung. Das habe ich auch schon im Stream erwähnt und wie auch immer. Und mit dieser Nachzahlung möchte ich so ein bisschen was kaufen. Und so habe ich eigentlich schon einen kompletten Warenkorb zusammen. Ich habe eine neue Kamera. Ich möchte mich bald Vlogs machen. Also wer irgendwie Bock auf Vlogs hat, das könnt ihr auch mal unten in die Kommentare schreiben. Und zwar, wenn ihr Bock so auf Vlogs habt, so, was weiß ich, Tuber Day oder Europa Park oder Video Days oder irgendwelche anderen Veranstaltungen oder wie auch immer, wenn ihr da Bock auf Vlogs habt, wo ich denn so sage, yo, ich bin hier so auf Video Day und so und das ist alles so cool und ich filme so ein bisschen, dann schreibt es auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, wenn ihr so ein bisschen Bock drauf habt. Übrigens, ich habe heute richtig, richtig gute Laune, also richtig gute Laune. Es ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen merkt. Vielleicht, weil ich auch so redegewandt bin. Ich bin so ein bisschen redegewandt und so. Ja, wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viele Plots. Blablabla. Und wir haben hier einen goldenen Plot. Ich habe schon ein bisschen ausprobiert. Die goldenen Plots werden irgendwie nicht von den anderen gefressen und so. Sonst könnte man natürlich richtig viele goldene Plots machen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, nehmen die das nicht an und so. Das finde ich ein bisschen schade. Vielleicht hat sich das in einem Update geändert. Ich habe es jetzt natürlich nicht ausprobiert. Aber ja, keine Ahnung. Ich werde vielleicht mal gucken, weil sonst könnte man ja unendlich goldene Plots machen. Wie auch immer. Das ist natürlich nicht so das Wahre. Hier kommen die ganzen Chicados auf jeden Fall rein. Wir haben in der Folge eigentlich relativ viel geschafft, obwohl ich so ein bisschen, ja, ich sag mal so ein bisschen viel gelabert habe und wie auch immer, aber wir haben echt einiges in dieser Folge geschafft. So ist das ja nicht. Und ich weiß nicht, ob ich hier noch Slimes haben möchte oder ob ich hier lieber ein Silo haben möchte. Ein Silo wäre natürlich auch cool, ne? Irgendwie. Weiß ich nicht. Also so ein Silo, das hätte doch was, oder nicht?
Also würde ich so cool finden. Apropos, wie viel brauchen wir dafür? Brauchen wir glaube ich 1700 oder so. Ja, 1700. Das brauchen wir auf jeden Fall dafür. Und ja, Leute, es ist so, dass ich noch... Ich wollte erzählen, was ich so alles gekauft habe. Und zwar wegen Vlogs und so. Das habe ich ja eben erzählt und wie auch immer. Ich wollte einen Greenscreen holen, weil die Qualität wird sich auf jeden Fall verändern hier auf diesem Kanal. Ja, ich werde mich verändern. Du hast dich verändert. Nein, Spaß beiseite. Auf jeden Fall, ja, es ist halt so... dass sich hier einiges verändern wird, aber eher im positiven Sinne, also nicht so im negativen, dass ich so sage, oh, ich bin jetzt voll arrogant, Alter, ich bin was viel, viel Besseres als ihr und so, sondern es ist wirklich so, dass ich... Och, Mann! Mann! Seht ihr das? Die nehmen hier einfach meine... Och, Mann! Nee! Hör auf damit! Der klaut mir einfach meine Rüben. Ne, rote Beete ist das. Nein. Och, Mann. Leute. Der klaut mir das einfach. Finde ich nicht gut. Nein, auf jeden Fall. Ich wollte... Was baue ich da eigentlich hin? Das wollte ich doch... Och, nein. Jetzt habe ich Geld verschwendet. Ja, löschen. So, kriegt man 100... Nee, 100 Euro kostet das sogar. Oh, ein Silo wollte ich machen. Nein, das kostet natürlich 450... Mann! Leute, nein! Ich habe da was ganz Doofes gebaut. Das ist nicht so toll. Und so. Nein, jetzt muss ich... Obwohl die Tabby Slimes... Geile Sache! Die Tabby Slimes haben mich gerettet, Alter. Das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Den kann ich die ja mit rote Beete füttern. Das wäre natürlich überhaupt so die Idee. Nur so ein bisschen rote Beete und so, ne? Und ja, ich wollte hier gerne ein Silo bauen. Und zwar Bushcase, Dingsbums und so. Und da wollte ich die rote Beete reinpacken. Die ist natürlich richtig, richtig cool und so, ne? Also rote Beete, das braucht man. Und ja, ich werde hier nochmal ein paar... wir machen auf jeden Fall alle Tabby-Dinger. Okay. Ich werde hier auf jeden Fall so ein bisschen... diese Pokéfrüchte reinmachen. Ich weiß nicht, ob sie die essen oder ob sie die nicht essen. Ich glaube nicht. Nee, die essen sie nicht. Schade eigentlich. Ich glaube, die essen nur Gemüse, soweit ich das weiß. Also ich will jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich meine, die essen nur Gemüse und so. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Och Mann. Denn der mobbt sich den einfach und isst den nicht mal. Nein, also wenn, dann musst du mir... Mann. Geh weg. Irgendwie gehen mir die ein bisschen auf den Sack, ne? Also ein bisschen. Jetzt gib mir den... Ja. Ja, genau. Möchte ich wieder... Oh nein, ich habe Tabby Slimes eingesagt. Nein, ich möchte gar keine... Nee, Tabby Slimes, ihr müsst da wieder rein. So, also. Und zwar habe ich ja so ein bisschen vorgesagt, wie auch immer. Und zwar habe ich einen Greenscreen gekauft. In den Warenkorb schon gepackt und wie auch immer. Ich will ja ein bisschen was kaufen. Ich habe Belichtung gekauft. Also so ein bisschen so Softboxen und so. Und ich habe halt ein paar andere Sachen noch gekauft. Ich möchte noch ein neues Mikrofon haben. Und zwar das NT, also das Rode NTA1 möchte ich gerne haben. Ich habe lange überlegt, ob ich mir genau das holen soll. Weil das hat irgendwie und ich hätte auch ein Mikrofon kaufen können, was ein bisschen teurer ist und so. Aber das ist halt, ich habe lange überlegt, was für ein Mikrofon ich mir eigentlich holen möchte. Und das NTA1 hat mir eigentlich so am besten gefallen. Nicht, weil das jeder hat, sondern weil es mir wirklich am besten gefallen hat. Es ist nämlich so, dass das NTA1 wirklich ein Großmembran-Mikrofon ist. Ein bisschen basslastiger ist, was natürlich sehr, sehr cool ist und auch viel mehr Volumen hat. Das heißt, das ist nicht so gammelig wie mit diesem Mikrofon, dass meine Stimme sich so anhört, als wenn ich so, weiß ich nicht. Also ich habe richtig viel Elan in der Stimme und wie auch immer, aber das hört man halt durch dieses Mikrofon nicht ganz so raus, weil das einfach ein Mikrofon ist, was so Möp, ne? Ist halt nur ein Mikrofon. Ist halt nichts Besonderes so. Und das ist halt da so, dass nicht das war. Ich weiß gar nicht, wie lange ich eigentlich schon aufnehme. Ich nehme eigentlich schon eine ganze Weile auf, habe ich so das Gefühl jedenfalls. Und das wäre eigentlich ganz cool. Das könnten sie bei Shadowplay eigentlich auch nochmal verändern. Also, dass man so sieht, wie lange man eigentlich aufnimmt. Weil das ist so eigentlich... Also, ich sehe so immer so FPS-Zahlen und ich sehe so unten auch die Anzeige, nimmt er jetzt auf oder nimmt er nicht auf und wie auch immer. Sowas sehe ich auf jeden Fall immer. Und auch, ist das Mikrofon an oder ist es nicht an und so. Und das wird mir alles angezeigt, aber euch wird das nicht angezeigt, weil das einfach so...
Nvidia ist ja, also das Shadowplay ist ja so, dass das Ganze direkt von der Grafikkarte aufnimmt und im Grunde die Aufnahmen macht, bevor das irgendwie zum Bildschirm kommt, irgendwie so. Ihr wisst so ungefähr, was ich meine. Und auf dem Bildschirm werden dann halt Sachen angezeigt, die halt nicht mit aufgenommen werden und so. Und deswegen, das nimmt er halt direkt von der Grafikkarte auf. Und eigentlich habe ich so alles erreicht, was ich erreichen wollte. Ich habe hier noch so ein paar... Geh weg und so. Also nächstes Mal machen wir uns auf jeden Fall auf in so ein Gebiet. Genau, nee, ich hatte euch in dieser Folge eigentlich versprochen, in so ein Gebiet zu gehen. Also das würde ich dann auf jeden Fall nächste Folge machen. Also würde ich so behaupten. Ja, also dann würde ich sagen, so... dass wir langsam aufhören und dann machen wir das in der nächsten Folge einfach. In der nächsten Folge gehen wir dann in irgendein Gebiet, sag ich mal, da wo auch die anderen Slimes sind und so. Und ja, da werden wir auf jeden Fall ganz, ganz viele neue Slimes kennenlernen und so und werden natürlich auch entsprechend ordentlich Geld sammeln. Loading. Okay. Sind das diese Kristalldinger? Also es sind ja neue Slimes dazugekommen, diese Kristallslimes und so. Sind das die? Die waren aber vorher auch schon. Oder waren die einfach nur so eingefügt und so? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ja, es sind ja neue Slimes drin und das finde ich eigentlich ganz cool. Auf jeden Fall, ich wollte sagen, in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall ein neues Gebiet erkunden. Also wir haben ja einen Schlüssel jetzt und das ist eigentlich richtig, richtig cool. Schreibt mir nochmal unten in die Kommentare, ob ihr so Bock hättet auf so richtig geile Vlogs und so vom Tuber Day und vom Video Day und was weiß ich, dass ich da so ein bisschen rumgehe und die Leute filme. Vielleicht spreche ich auch ein paar größere YouTuber an und sag so, yo, hey, ich habe eine Kamera, ich möchte dich aufnehmen und so. Also, Spaß beiseite, ihr wisst, was ich meine. Also, dass ich da vielleicht so ein bisschen mit denen reden kann und wie auch immer. Da werde ich mal noch ein bisschen gucken. Also ich kann so ein bisschen Connection vielleicht so ein bisschen finden. Und so, ich rede mit den Leuten einfach mal vom Video Day, ob man da ein Interview machen kann oder sonst irgendwas. Wenn ihr da natürlich Interesse hättet oder so, ne, dann könnte man sowas natürlich auch mal machen. Und natürlich werde ich auch, wie gesagt, in der nächsten Folge so ein Gebiet erkunden und so. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, lass doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn du keine Folge mehr von Slime Ranger verpassen möchtest, dann kannst du natürlich hier unten abonnieren. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und ciao, Leute!